Hallo Leute und herzlich willkommen zu Blade and Soul. So, ich habe mich hier einmal hineingeworfen und habe in der Closed Beta Blade and Soul angetestet. Ihr seht das schon, bis Stufe 19 habe ich gespielt mit Irina Butterblume und ich möchte anfangen, euch ein bisschen am Anfang mit der Charaktererstellung vertraut zu machen. Deswegen erstellen wir uns mal einen neuen Charakter. Und zwar eine. Achso. Genau. Es gibt vier verschiedene Klassen mit. Nee, Völker. Mit, glaube ich, jedes Mal drei verschiedenen Klassen. Ich weiß gar nicht, wie viele Klassen es insgesamt gibt. Moment. Ja, egal. Es gibt Gewaltenbändiger, Kung-Fu-Meister, Berserker, Beschwörer. Jedenfalls einige. Ich möchte mir auf jeden Fall eine Yuna stellen. Das stand definitiv schon für mich fest, aber kein Oder warte mal, was ist das? Gewaltenbändiger, Kung-Fu-Meister, Klingenmeister. Und zwar gerne eine Klingenmeisterin. Yuna gibt es nur als Frau? Wusste ich gar nicht. Das ist bei den Völkern. Ja, egal. Anspruch steht hier zwar schwierig, aber ich denke, wir kriegen das trotzdem hin. Es ist halt auch immer so ein bisschen gleich eingependelt. Man sieht meine Maus gar nicht, merke ich gerade. Okay, sie befindet sich hier drüben, ihr merkt es gerade. Also wie der Anspruch ungefähr ist. Und Angriff verbunden, Schutz und so weiter und so fort. Wie das Ganze funktioniert mit dem Charakter. Wir gehen natürlich weiter. Und haben hier unsere Dame spärlich bekleidet. Hier kann man unter anderem den Charakter in verschiedenen Situationen sich angucken. Judy. Und er hat auch schon ein paar Voreinstellungen. Man kann die Pose wählen, in der sie sich befinden soll. Schon alleine, um den Charakter vielleicht ein bisschen von außen zu sehen. Okay. Die Bubi. Und man kann auch verschiedene Outfits. Outfits schon mal an ihr testen und probehalber angucken. So, wir bleiben jetzt mal in diesem süßen kleinen. Nur die Rufe gehen bei mir nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber naja. Okay, wir gehen mal ein bisschen näher ran ans Gesicht der Dame und gucken mal, ob wir. Also finde ich schon. Ach, gibt es eine Süße, ne? Ich glaube, ich mache hier einen typischen Mädchencharakter, aber nur damit ihr mal wisst, was halt möglich ist. Von streng bis, das sieht süß aus. Ich mag die Frisur irgendwie. Aber ich mag auch dieses, sie sieht ein bisschen aus wie gequält, wie als wäre irgendwas passiert. Sie sieht sehr hübsch aus, aber es gibt so hübsche. Das ist halt ein typisches RPG. Es wird viel auf Aussehen so gelegt. Okay. Naja. Ich guck mal wegen dem Gesicht, der mag, mochte ich, nee, wohl, mag ich mehr ihr Gesicht, glaube ich. Und dann können wir ja ein bisschen dran rumschrauben. Ich mag ihr Gesicht eigentlich. Ich mag nur, wohl, vielleicht so ein Eck. Ich finde das schon fast ein bisschen zu dunkel. Das finde ich ziemlich angenehm, glaube ich. Oder vielleicht hier so in die Richtung. Wie sieht das am restlichen Körper aus? Ja. Die schimmert so ein bisschen komisch. Nochmal. Nochmal diesen dunklen Bereich hier wieder. Man kann auch die Beleuchtung sogar anpassen. Und das in verschiedenen Lichtern zu sehen, finde ich auch ziemlich interessant. Doch, ich mag ihr Gesicht, glaube ich. So, Hautreflexion packen wir mal runter, glaube ich, weil die glänzt ja wie, als wäre sie mit Öl eingeschmiert. So ganz leicht von mir aus, aber Rest da so ein bisschen, naja. So, und dann gucken wir mal bei den Haaren. Seht ihr jetzt Frisur 1? Und kannst du doch nochmal vielleicht irgendwie, nee, nicht die Pose nochmal verändern? Sie hat aber ihren Kopf so schräg. Also ist vielleicht okay. Okay, und dann schauen wir mal wegen der Frisur, was wir denn da so zur Auswahl haben. Okay. Ziemlich unordentlich bis hochgestellt ist halt alles dabei.
Oh, das sah irgendwie putzig aus. Passt zu diesem Outfit nicht, ne? So. Oh, also. Das ganze Spiel wird übrigens, was ich noch nicht erzählt habe, ich habe es wahrscheinlich nicht erzählt. Oh, das erinnert mich an. Wie heißt es? Wer ist das Spiel? Weiß nicht, für die PlayStation. An die Sukubus ähnlich auf jeden Fall. Ja, und ich will. Bei der anderen habe ich ja diese Haare. Einfach nur wegen den Reflexen, sieht einfach sehr gut aus. Oh, hier mache ich wahrscheinlich eher. Oh, ich mag grün. Grün ist ja so meine Lieblingsfarbe. Ich versuche einfach mal. Weiß nicht. Die Haare vielleicht. Hochgesteckt? Oder eher dieses hier an der Seite? Dieses an der Seite nehme ich einfach mal. Statur kann man auch noch auswählen. Kann man so ein bisschen etwas kleiner, etwas größer. Bisschen proppiger. So ganz dürr mag ich nicht. Mochte ich noch bei keinem MMO. Dann lieber ein bisschen. Obwohl der Pudi. Ah, das ist ganz schmal. Ich mag irgendwie. Ja, normal gebaut geht zwar hier nicht, aber. Ich glaube, das ist mir. Ah, obwohl doch. So, dann kann man. Natürlich. Immer eins in die Augen. Mit einer passenden Farbe vielleicht. Vielleicht in dem Fall auch grün. Weiß der Augen lassen wir. Wir können das natürlich auch hier ganz crazy schwarz machen. Das sieht dann so ein bisschen. Naja. Braun sieht man bei ihr gar nicht so wirklich. So ganz leicht ansatzweise darunter. Deswegen lassen wir die einfach mal. Und wir haben. Dieses Grün eigentlich, aber ich bleib mal bei einem bräunlichen Ton, weil sonst sieht es nämlich komisch aus. Wimpern. Fancy Wimpern. Schminke kann ich mich zum Beispiel nicht mit anfreunden, wobei es hier relativ gut gemacht ist. Deswegen lasse ich das auch so, weil ich habe das nämlich nicht so hingekriegt, als ich damit gespielt habe. Ich habe da auch gleich in der Bewertung dann gesagt, ah, nicht so meins. Wie sieht sie aus mit... Also ich finde es komisches Zeug. Und wir lassen mal so und dann machen wir die mal ein bisschen glossier und ein bisschen so. Schön Schmollmund hat sie auf jeden Fall. Ein Gesichtsschmuck. Sind halt irgendwelche Sachen im Gesicht. Sie hat jetzt Sommersprossen, aber man könnte halt genauso hier sowas um die Augen rum machen. Oder hier sind es mehr Zeichnungen. Bei meinem anderen Charakter, genau, waren hier Narben sehr markant. Aber ich bleib mal bei den Sommersprossen, weil sie sollen ihren süßen Charakter behalten. So. Gesichtsdetails konnte man natürlich alles ganz genau, aber mir gefällt sie eigentlich so, wie sie gerade ist. Also ich möchte da nicht viel ändern. Hat natürlich sehr viele Einstellmöglichkeiten. Also man kann hier die Oberlippe, hier was sie steht. Kleiner, größer, seht ihr, was sich da ändert. Moment, geht mal näher ran. So. Kann man die Mundtypen durchgehen. Hier Unterlippe zum Beispiel, wenn ihr richtig schmollen wollt. Hier die Oberlippe. Ja, also eine aufgespritzte Schönheitstussi haben wollt, könnt ihr sie die auch machen. Mundwinkel halt nach oben, nach unten. Kann man hier auch machen. Versuche alles wieder relativ so einzustellen und genauso wie Kiefer und sowas. Kann man alles einstellen. Guck mal, das will ich noch so ein bisschen anpassen, damit die ein bisschen schmaleres Gesicht hat. Also, wenn nicht so ein langgezogenes. Und auch natürlich mit den Körperdetails kann man genauso vorgehen. Man kann den Kopf groß machen, man kann den Hals breiter machen. Man kann die Halslänge bestimmen. Na, wie eine Giraffe, Alter. Also, ist okay. Oberkörpergröße. Natürlich, das darf nicht fehlen. Mal so machen. Und was ich gerne machen würde, ich würde gerne wegen dem Beckenbreite nochmal ein kleines bisschen einschmälern und den Becken
Umfang. Das ist, glaube ich, der Po. So. Okay. Stimme kann man leider nicht anhören. Ich weiß nicht wieso. Ich mach mal zäh und mutig, das war eingestellt, aber irgendwie geht es sich nicht anhören. Wir gehen mal auf weiter. Und gehen mal auf einen anderen Server und nennen sie Elena. Was ist die Kriegerin? Ich bin mir gerade Elena Schattentanz vielleicht. Name ist nicht verfügbar. Sind so ein paar Namen. Die sind nicht so einfach. Oh, ich bin echt gerade am Überlegen. Aha. Kati. Schatten. Tanz? Ah. Kati Schattentanz geht, okay. Also, nee, ist nicht der Schatten. Charina, Eka, Katja, Schatten, Franz, Schatten, Weg, Schatten, geht nur Kati? Okay, dann nehmen wir nur Kati erstmal. Bestätigen. Auf der jetzt. So, habe ich die jetzt doppelt erstellt? Nee. Oh nein! Oh, und es gibt hier übrigens noch andere. Natürlich. Ich wollte in die Jugend. Immer noch. Und immer noch das. Oh Mann, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Sie. Wimpandie. Augendie in grün. Haut. Die. Hautreflexion runter. Haare, die, aber in grün, Statur, alles die. Dann machen wir nur wieder Beckenbreite eins runter und Beckenumfang ein bisschen. So, Gesichtsdetails hatten wir soweit, bis auf die von Länge hatte ich darunter und weiter. Hier nochmal hier hin. Elena. Na komm. Elena Schatten. Schatten. So. Oh. Ja, endlich. So, perfekt. Und wir gehen natürlich auch kurz ins Spiel. Sorry, am Anfang werde ich wahrscheinlich skippen. Obwohl, ich zeige euch einfach das Rest im nächsten Video. Bis dahin.